Hallo, guten Tag und Dobadan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Es gab ja erst ab Season 10 so ein bisschen Story in Vigor. Vorher gab es eigentlich gar nichts an Lore, außer das Intro, also dieses Tutorial, was man spielt, wo so ein ganz bisschen Geschichte drin ist. Es gibt diese Ada, die über das Funkgerät sich meldet und es gibt den Auftrag, den Airdrop zu sichern. Wer schmeißt diesen Airdrop ab? Keine Ahnung. Aber seit Season 10 gibt es die Kassetten und die bringen so ein bisschen Lore, also ein bisschen Geschichte, in Vigor rein. Ich habe mir damals, als es das erste Mal im Shop den Wolfskin zu kaufen gab und es noch keine Lore in dem Spiel gab, also in Vigor noch gar keine Story sozusagen verfügbar war, habe ich mir ausgedacht, und zwar eine Figur ausgedacht, die in diesem Spiel, mit der ich unterwegs bin, und zwar der Wolf von Saarbrück. Eigentlich ist es nur der Skin und ich spiele diesen Skin immer nur auf dieser Map. Das ist es eigentlich schon, aber irgendwie ist es, steckt doch mehr dahinter, weil die Runden sind immer so krass, wenn ich mit dem Wolf unterwegs bin auf Saarbrück. Ich spiele einen weiblichen Charakter und die Geschichte dahinter ist, die ich mir ja quasi sozusagen ausgedacht habe, das ist halt Fanfiction. Ja, ich bin eine Frau, die sich verkleidet als Wolf. Müsst ihr euch mal geben. Das klingt komisch, ist aber so. Was ist die Motivation von dieser Frau, die sich als Wolf verkleidet in den Outlands von Norwegen? Wenn ihr eine Idee habt, was da noch ein bisschen an Geschichte hinterstecken könnte, einfach mal wild überlegen, einfach mal was ausdenken, einfach mal kreativ sein. Schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten viel Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euch alles Gute, euer Jan Jugo. Und jetzt, let's Wir haben den Tresor hier. Aber bestimmt haben wir auch jemanden hier, der hier spawnt. Also hier spawnt jemand und hier spawnt jemand bestimmt. Hier oder beim Detektor spawnt auf jeden Fall jemand. Also eigentlich spawnt hier überall jemand. Wir gehen mal. Aha. Was war das denn? Okay, jemand ist beim Detektor, wie ich es gesagt habe. Aber ist auch jemand drüben bei dem Haus? Da waren doch gerade Schüsse. Checken wir jetzt erstmal ab, ob da jemand ist. Jemand hat eine Alarmfalle ausgelöst. Wahrscheinlich hat er die selber gesetzt. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo da ist jemand. Hit. Im Haus. Nochmal Hit. Im Haus. Jemand ist im Haus. Wait. Ist jemand draußen? Ich glaube, hier ist noch jemand. Ha. Hä, hat das Fenster aufgemacht? Das klingt aber so, als wäre noch jemand hier. Ich glaube, hier... Ich glaube, hier ist jemand draußen. Ja. Oder ist hier nur jemand drinne? Oha. Ja, hier ist auch jemand noch drin. Er ist rausgesprungen.
Wo ist er hingelaufen? Digga, er haut ab! Digga, er haut ab, er ist abgehauen. Nein, oh nein. Autsch, das hat weh. Fuck, er ist einfach abgehauen. Hinterher in die Büsche wäre Selbstmord, würde ich sagen. Er versteckt sich. Er versteckt sich einfach perfekt in den Büschen und wir sind tot. Secret Airdrop, Leute, was geht ab? Ich hoffe, es ist Tarnfeld drauf. Ich hoffe so sehr. Wo werde denn die nächste kommen? Hier vorne. Hm. Ey, ich hoffe so sehr, dass da Tarnfeld drauf ist, weil sonst doof. Dann rennen wir halt zur Kommen. Es ist kein Tarnfeld drauf. Okay, wir rennen zur Kommen. Und machen Tarnfeld drauf. Aber jetzt ganz schnell. Die ist hier vorne auch gleich. Ist nicht so weit. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es, ohne dass uns irgendjemand bemerkt so richtig. Na, wir hätten erst hinlaufen sollen. Egal. Da ist schon die rettende Kommen. Los geht's. Tarnfeld und tschüss. Let's go. Okay, wir sind raus, wir sind weg. Ciao, ciao. Versteckt. Mit Abwurf auf Tasche. Aber jetzt haben wir immer noch... Hier ist jemand beim Störturm. Jetzt haben wir immer noch nichts, trotzdem noch nicht viel gerissen. Ich denke hier beim Schatz, also beim Tresor meine ich, da wird 100 pro werden sich Leute hier verstecken. Kannst von ausgehen. Ich glaube, der andere Tresor wurde auch noch nicht geöffnet. Mann, ich hatte meine Chance gerade bei dem Typen. Und er ist einfach abgehauen. Schade. Ja, was machen wir? Tresor wird geknackt und jemand ist beim großen Detektor. Oh, Kill gemacht. Let's go. Da war jemand low. Da war jemand wirklich low. mit einer Bombe. Vielleicht war das sogar der, den ich schon so low geschossen habe. Aber hier waren Schüsse. Hier ist noch jemand. Lass mal kurz... Steht da der Sender? Da steht der Störturm. Guck mal, den hat jemand dahingestellt. Okay, interessant. Dann lass uns den zerstören. Und dann ping. Irgendjemand ist voll in meine Bombe gerannt. So nice, Mann. Kurz mal hier Management betreiben.
Okay, ich wurde gepinkt. Ich wurde gepinkt. Ich wurde gepinkt. Oh, okay. Jemand hat den Sicherheitsping gemacht für den. Hundertprozentig. Dann ist, glaube ich, bei dem Tresor niemand. Autsch. Weiß man nicht. Aber das checken wir jetzt ab. Okay, hier unten ist jemand. Niemand ist beim Tresor. Lass uns die Schalter finden und let's go. Einpacken. Ich habe den Tresor hier schon gesehen im Haus. Komm schon, wo ist der zweite? Hier irgendwo? Hier drinne? Hier drinne? Wieso sind hier schon die Türen offen? Wieso hat niemand hier das geöffnet? Das check ich nicht. Jemand hat hier die blaue Kiste gelootet, aber den Tresor nicht. Foto, geil. Ich hab's nur mit einem in einem Millisekunde gesehen, aber ich glaube, ich weiß sogar, das ist hier um die Ecke. Sehr geil. Aber erstmal kurz weg von dem Tresor. Durch das Klingeln wissen jetzt alle, dass der Wolf da war. Und der Wolf, der hat noch was vor. Au! Der Wolf will sich noch den Tresor holen. Den Schatz. Oh Mann, ey. Yes, das ist hier. Das ist hier vorne. Das ist sehr cool. Weil wir haben den Abwurf, wir haben den Tresor. Jetzt holen wir uns noch, wenn der Schatz noch da ist, holen wir uns auch den Schatz. Dann war das mal wieder eine richtig geile Beutejagd. Aber wir sind noch nicht zu Hause. Wir sind noch nicht zurück im Wolfsbau. Ich weiß gar nicht, ob Wölfe in einem Bau leben. Aber man darf den Abend, nee, den Tag nicht vor dem Abend loben, glaube ich. Das ist richtig. Ich habe es nicht so mit Sprichwörtern, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Großer Abwurf liegt hier. Wir wollen, ich weiß nicht genau, wo diese Hütte ist. Ich glaube, die ist hier gar nicht verzeichnet. Die ist aber irgendwo, irgendwo hier ist die. Ist die vielleicht sogar bei dem unentdeckten Gebiet hier vorne? Bin mir gar nicht so sicher. Aber irgendwo hier vorne muss sie sein. Ich laufe mal ein bisschen am Rand von der Map. Einmal unterdurch hier. Der Wolf streift durchs Gebiet, durch den Wald. Ey, ich habe vorhin noch, als ich die Bombe dahingelegt habe, habe ich noch gedacht so, macht das überhaupt Sinn, diese Bombe jetzt hier hinzulegen? Vielleicht bewahre ich sie mir noch auf, habe ich gedacht. Aber dann habe ich sie einfach da platziert und gut ist, dachte ich, und fertig. Muss ich jetzt auch nicht ein großes Thema von machen. Und es hat tatsächlich was gebracht. Es ist so random, aber irgendwie auch, dass ich auch noch dann da war, als das Ding hochgegangen ist. Unfassbar. Okay, so, jetzt nicht mehr rumtrödeln, sondern jetzt müssen wir dieses Ding finden. Da ist sie. Da ist die Hütte, die ich meine. Ist es der Fleck hier, der unentdeckt ist? Achso, ja, das ist das hier sogar. Okay. Zerstörte Träume. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Benzin. Nee. Aber jetzt, wir sind ja nicht deswegen da, wegen dem Loot hier, sondern wegen dem Schatz. Yes. Eingepackt. Abgefahren. Okay, was denkt ihr? Ist hier jemand im Exit? Wir müssen dieses Exit nehmen. Es ist mir sonst, ist alles anderes zu weit weg. Da wieder hochrennen, das bringt gar nichts. Ich hoffe, wir schleichen uns ran. Wir gucken mal. Wenn wir jetzt alles verlieren, dann uha. Ey, das wäre nicht so geil. Oh,
Mann, so viel Wald. Ich habe jetzt habe ich richtig Schiss, am Ende hier doch noch irgendwie alles zu verlieren. Ich habe so gut eingepackt. Wie weitläufig ist denn dieser Wald hier eigentlich? Achso, ich laufe auch in die falsche Richtung. Ja, moin. Völlig verlaufen im Wald. Irre. Jetzt aber zusehen, dass wir mal rauskommen hier. Hey, krass. So, jetzt bitte. Keine Raben. Yes. Yes. Oh nein. Da ist doch noch jemand. Jemand ist aber hinter uns. Raben kam spät. Wir sind raus. Let's go. Ciao, ciao. Alles gut. Alles richtig gemacht. Gut, dass wir uns nicht noch länger verlaufen haben. Sonst wäre es echt am Ende... Vielleicht sogar noch dazu gekommen, dass ich vielleicht noch alles verloren hätte, kurz vorm Exit. Lieber sicher alles rausbringen. Wir haben nämlich echt gutes Loot. Plus Airdrop. Der Wolf war erfolgreich. Hier ist der Airdrop. Das Loot kommt noch oben drauf. Was für eine Runde. Wieder einmal, der Wolf von Sackbruck ist einfach unschlagbar, holt sich sein Loot und verschwindet von der Map und macht sogar noch mit einer random platzierten Kontaktbombe einen Kill. Was für eine Runde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut. Bis dahin. Euch alles Gute. Ciao, ciao.